Nationalspieler unter sich. Günter Netzer, Sammy Khedira und Rudi Völler. Ehemalige und aktuelle Stars im Miniaturformat. Thomas Geier gestaltet jede Figur seiner Tischkicker in Handarbeit. Seit 5 Jahren baut der Berliner Künstler seine individuellen Spielgeräte. Ich war ja selber Fußballer und da ging es mir im Prinzip darum, so eine Hommage an diese großen Stars der Fußballgeschichte zu machen, wie einen Zidane oder einen Maradona, weil die halt einfach so gottbegnadet dieses Handwerk verstehen. Filigran modelliert der Kickerkünstler seine Figuren. Lukas Podolski bekommt die passende Haarfarbe und jedes noch so kleine Detail zählt. Jetzt werden wir mal den Schönheitsfleck ranbringen und dann schauen wir mal, wie er dann wirkt. Ne? Das Ergebnis ziemlich naturgetreu. Bei den Geiers ist Fußball Familiensache. Thomas war Berliner Jugendmeister wie sein jüngerer Bruder. Als Geschenk zu dessen 25. Geburtstag entstand der erste Kickertisch. Und genau wie damals baut Thomas Geier seine Tische noch heute per Hand zusammen. Für jede Figur braucht er ungefähr eine Woche. In den individuell zusammengestellten Teams laufen aktuelle Nationalspieler und Altmeister gemeinsam auf. Oh, Netzer, 2-0. Was ist los mit dir? Komm, gib Gas. So entstehen Kunstwerke, die angefasst und sogar bespielt werden dürfen. Ich finde auf jeden Fall auch die Optik ist sehr, sehr schön. Der Rasen gefällt mir sehr gut. Ist halt nicht wie ein normaler Kicker, einfach nur eine grüne Platte. Klar gibt es dann welche mit vielleicht Vereinstrikots, ja, von Bayern oder Dortmund oder sonst was. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Erste Tischfußballentwürfe gab es Ende des 19. Jahrhunderts. Das älteste Patent stammt aus dem Jahr 1922, angemeldet in England, dem Mutterland des Fußballs. Dort wird sogar ein Luxuskicker aus Mahagoniholz gefertigt. Ein solcher Tisch kostet bis zu 40.000 Euro. Die Figuren dafür werden im 3D-Druckverfahren aufwendig modelliert. Thomas Geiers erste Figuren sind nur durch das Auftragen vieler Farbschichten entstanden. Aber inzwischen nutzt auch er 3D-Druck-Rohlinge, die er individuell anpasst. Von rund 100 internationalen Fußballprofis gibt es ein Double im Miniaturformat. Mats Hummels hat sich selber im Schrank stehen als Figur, die habe ich ihm geschenkt. Thomas Müller hat sich ein wenig missraten dargestellt gefühlt, obwohl ich ihm dann gesagt habe, dass das nicht meine Schuld wäre. Und Joachim Löw fand die Figuren sehr schön. Philipp Lahm hat sich auch sehr positiv geäußert. Auch die Bälle sind nach Originalvorbild gestaltet. Da darf der aktuelle WM-Ball natürlich nicht fehlen. Thomas Geier hat es mit seinen Fußballern bis ins Auswärtige Amt in Berlin geschafft. Hier in der Ausstellung rollt aber ein historischer Ball, natürlich aus Leder. In Diplomatenkreisen gilt Sport, besonders Fußball, als Mittel zur Völkerverständigung. Das ist ein Multikulti-Kicker, es verbindet die Nationen. Und ich finde sowas einfach ganz toll, dass wir hier nicht eine Mannschaft gegen die andere Mannschaft spielen haben, sondern dass wir halt einfach aus allen Nationen von verschiedenen Mannschaften hier die Leute auf ein Spielfeld bringen, die einfach miteinander Freude haben. Den Spaß am Spiel, das will der Kicker-Designer mit seinen Figuren vermitteln. Wenn möglich, weltweit.